Mitte März 2013 fand im Café Rössel in Telfs eine Vernissage statt. Bilder berühren die Seele, bringen Farbe und Freude in den Alltag und sagen oft mehr als 1000 Worte. Melanie Götz, Alexandra Lang, Mustafa Akmas, Günther Notecker und Dieter Bolt von der Werkstätte der Lebenshilfe Imst haben ihren inneren Bildern Ausdruck gegeben, waren künstlerisch und schaffend tätig. Lebenshilfe, vor allem auch Lebenshilfeleiter, ein Fulltime-Job. Ja, sagen wir, ein herausfordernder, aber ein ganz schöner. Also ich bin begeistert von der Vielfalt, die auf einen zukommt und vor allem diese tägliche Auseinandersetzung und Begegnung mit Menschen. Ich bewundere die Kreativität der Künstlergruppe und ebenso die liebevolle Unterstützung in Geduld und Fürsorge durch ihre Helferinnen und Helfer. Ist eure Hilfestellung, ist das mehr materialmäßig oder Anregungen? Es ist materialmäßig, Farbmischung, Technik, Finden von Themen und Bearbeiten. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie kann man das auf ein Bild umsetzen. Aber dann kommt eigentlich der Rest vom Künstler selber. Wo kann man die Bilder kaufen? Bei uns in der Werkstätte in Imst. Und da wird auch je nach Größenvorstellungen und Farbvorstellungen die Bilder dann auch extra angefertigt. Also man kann diese Bilder da auch in anderen Größen und Farben bestellen. Das Geld kommt dann der Lebenshilfe zugute. Und damit entstehen wieder neue, wunderschöne Werke. Ganz genau. Um sowas zu organisieren, braucht es immer Helfer im Hintergrund, die schauen, dass alles zusammenwirkt. Erwähnen möchte ich da das Koch- und das Küchenteam der Werkstätte Imst, die Brötchen gemacht haben. Stark eingespannt waren die drei Zivildiener, der Philipp, der Manuel und der Clemens, die einfach überall ausgeholfen haben, dass das zustande kommt. Dann zum Ablauf der heutigen Veranstaltung und der Ausstellung, die bis Mitte April in diesen Räumlichkeiten ist. Ihr habt es zum Teil schon gesehen, die Bilder hängen da im Café, sie stehen teilweise in den Schaufenstern und sie sind da hinten rechts in dem langen Raum. Ja, wir versuchen natürlich die Fähigkeiten unserer Klienten zu entdecken und das geht in diesem Sinne in den künstlerischen Ausdruck. Wir haben auf der anderen Seite sehr viele, die bei uns in Richtung Arbeitsplatz tätig sein, ob das in der Wäscherei ist, ob das in der Küche ist. Also wir versuchen verschiedene Angebote für die verschiedenen Interessen und Fähigkeiten bereitzustellen.